Wir beginnen unsere Tour von Amaner Mertiach Denkmal, ein Museum in Denkmal, gewidmet dem Jordanier gefallene Helden. Auch hier an einem Denkmal gibt es einen Olivenbaum. Ein Baum ist ein Symbol des Friedens, gepflanzt durch seine Erhebenheit des König Hussein, zu Ehren von denjenigen, die ihr Leben für ihr Land gaben. Hier können Sie verschiedene militärische Medaillen und Bewaffnung sehen, die Jordans militärische Geschichte vertritt. Als nächstes wurden wir zum Agadan-Palast vom Herrn Ashraf eingeladen. Wir sind im Palast. Jordan geliebtestes Monarch, der König Hussein, lebte hier. Er starb hier am 7. Februar 1999. Er wurde durch sein Land geliebt und respektiert von Führern weltweit. Am Sarg des Monarchen König Hussein, der den Friedensprozess im Nahen Osten entscheidende Impulse gegeben hat, bezeugten Staats- und Regierungschefs aus aller Welt ihren Respekt. Für die Zeremonie waren unter anderem Bundeskanzler Gerhard Schröder, US-Präsident Bill Clinton in Begleitung der ehemaligen US-Präsidenten, französischer Präsident und viele andere Regierungschefs aus aller Welt. Wir sind im Konferenzraum. Hier treffen sich Führer aus der ganzen Welt und der Jordan, um wichtige Angelegenheiten zu entscheiden, die das Land und seine Leute beeinflussen. Hier werden auch die größeren Bestimmungen und internationale Abmachungen von Sein Erhabenheit König Abdallah II. Unterzeichnet. Das ist ein königlicher Thron, das Symbol der Monarchie und wo der König auf offiziellen Zeremonien sitzt. In diesem Raum starb das erste Führer des modernen Jordans, Sharif Hussein Ben Ali, und ließ das Vermächtnis des Haschimite-Königreichs das Jordan zurück, das wir heute wissen. Auch hier gibt es eine Ausstellung von mehreren feierlichen Schwertern. Einige von ihnen werden durch die Monarchie besessen und andere wurden als Geschenke von Weltführern verschenkt. Außerhalb des Palasts kann man eine wunderbare Ansicht von der Umgebungsstadt sehen. Um die Stadt gibt es andere Zeichen des modernen Wachstums. Der König Hussein Moschee, die größte Moschee in der Stadt. Das Le Royal Hotel, das höchste Gebäude in Amman heute.
das Technikwunder am anderen Hänger berückte. Reich am Design dem jordanischen kulturellen Zentrum. Das ist die Skulptur der schwarzen Iris, Jordaniens Nationalblume. Wer zunächst Überblick über die Stadt gewinnen will, beginnt den Stadtrundgang mit dem Besuch der Zitadelle auf dem Hügel Kala. Der 850 hohe Jabal Kala war schon von Alters her festungsmäßig strategisch von Bedeutung. Das bedeutendste römische Gebäude hier ist der Tempel des Herkules, der üblicherweise diesem Gott zurechnet wird. Doch ist seine Zuordnung nicht gesichert. Unstreitig ist jedoch, dass er während der Regierungszeit von Marcus Aurelius gebaut wurde. Als Anhalt der ehemaligen Monumentalität mögen im Tempel gefundene Hand- und Ellenbogenfragmente einer Statue dienen, aus deren Größe man eine immerhin 9 Meter hohe Statue des Herkules errechnete. Das Jordan Archaeological Museum verfügt über eine große Sammlung von Antiquitäten aus prähistorischen Zeiten bis zum 15. Jahrhundert, unter anderem Schriftrollen von Totenmeer und 4 anthropomorphe Särge aus der Eisenzeit. Und am besten erhaltene Bauwerk des römischen Amman ist das Theater mit 6000 Sitzplätzen. Einer Inschrift zufolge wurde es zur Regierungszeit des Antonius Pius erbaut. Mehr als 95 Meter breit und 16 Meter tief ragte das Bühnengebäude mit seinen 2, vielleicht sogar 3 Geschossen hoch über die Kolonnaden des Forums. Bis 1957 in Teilen verschüttet, wurde bald leider in Eigendetails nicht sachgemäßig restauriert. Das Theater hoch heute für kulturelle Veranstaltungen genutzt wird. Seit den Räumen des Theaters beherbergen 2 kleine Museen, das Folklore-Museum und das Museum für volkstümliche Traditionen. Diese Museen vermitteln einen Eindruck von Geschichte und Kultur. Es gibt einen Souvenirshop, wo können Sie viele schöne Andenken finden. We'll be right back.
Amman ist nachts auch schön und ruhig. Jerash gilt heute allgemein als eine der weltweit am besten erhaltenen römischen Provinzstädte. Die antike Stadt blickt auf eine lückenlose Geschichte menschlicher Besiedlung über mehr als 6500 Jahre zurück. Jerash liegt auf einer von bewaldeten Hügeln und fruchtbaren Tälern umgebenen Ebene.